Also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. 7 Schritte näher zu Gott. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Wieder ein Rätsel. So, hier ist der Friedhof. Hier gibt's irgendwas zu tun. Alles klar. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant. Das stimmt. Sklavenhalsband, super. Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden. Ich frage mich, wie es hierher kommt. Das stimmt. Was hat denn ein Sklavenhalsband der Mission zu suchen? Oha. Hier gibt's aber viele Dokumente. So, mit dir muss ich also quatschen, Oma. Ich eine Hexe? Klar. Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige. Von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Kluges Mädchen. Gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Oha. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt. Und sie glauben, ich will sie stehlen. What? Ich rede mit ihnen. Na super. Jetzt müssen wir mit Kindern quatschen. Was los? Müssen wir mit Kindern quatschen. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein. Wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Ich will auch Manu Schatz sagt, auch nicht. Was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden.
Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? What? Versteckten Schatz finden. Bin ich krank, stirbt das Dorf jämmerlich. Ist das nicht irgendein Grab? Da ist etwas. Das ist der Brunnen, klar. Das könnte was sein. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Na super. Geil. Cool. Ah, Katzengold ist gefälschtes Gold. Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ja. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Super. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Dann hau mal raus. Wo fangen wir an? Alte Schrapnelle. Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Ich hab doch gar keine Hexersinne. Hallo, ich hab doch X gedrückt. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Was? Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Hier. Okay, komme ich hier rein? Nein. Ich muss bestimmt hier lang. Blicke durch mich hindurch und du wirst das den Weg finden. Ja, das Ding habe ich gefunden. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da hoch? Ach so, da ist auch noch eins. Ja. Sonst kann sie sich überall festhalten, nur hier nicht. Blicke durch mich hindurch und du kannst. Vielleicht hier hoch? Warte mal. Ah, nee, das war das Ding, okay. Weg der Kreuze folgen. Ah.
Muss ich jetzt den ganzen Kreuz. What? Da ist das nächste Kreuz. Und noch eins. Und hier ist noch eins. Ich verstehe. Und hier ist noch eins. Ich sehe noch eins. Da ist das nächste Kreuz. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Ja, und nun? Warte mal, da hinten ist da noch eins. Da ist das nächste Kreuz. Och, Mann! Du böser Fuchs! Aus! Sitz! Mach Platz! Ihr scheiß Füchse. Warum müssen es... Ich dachte, die wären tot. Warum müssen es immer wieder neu sein? Mist. Alter. Müssen wir den ja noch ausschalten. Sieht aus, als wäre hier was. So, wo sind die Füchse? Bevor die mich wieder überraschen. Die sind weg. Alles klar. Moment. Das kann man drücken. What? What? Ich hab's. Wie geil ist das denn? Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, cool. Lass uns mal kurz was trinken. Geil. So, du bist noch da, Blub, oder? Ja, ich bin noch da. Alles klar. Also wieder hoch. Interessant. Kann mir auch irgendwie. Isabella! Bist du hier drin? Isabella! Hier unten! Verstehe. Willkommen zurück, Hinulein. Oha.
schon wehgetan. Ja, es war so Gott klar. Gott sei Dank. Dass sie sich im Fuß verstaucht hat oder so. Ja. Wer bist du? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Der arme Guillermo. Wahrscheinlich bringen ihn seine Schuldgefühle um. Nicht haben wir tun, ne? Wir hatten wohl beide recht. Es gab eine versteckte Krypta und ich hatte eine idealisierte Vorstellung davon. Wie hast du dich denn verletzt? Ich hing an einem Seil, als das Beben kam. Ich wurde gegen die Wand geschleudert, das Seil riss und ich bin auf dem Wasser aufgeschlagen. Hab mir wohl den Knöchel gebrochen. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Kann einer dieser Leute Sarah sein? Ich würde zu gern ihr Gesicht sehen, wenn sie zugeben muss, dass eine von Manus fantastischen Geschichten wahr ist. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. Und ich bleibe hier. Ja, mit einem gebrochenen Knöchel wird dir das, wird dir auch nichts übrig bleiben. Das ist doof. So. Ich will jetzt erstmal hier alles ausplündern und erkunden. Überreste. Cantus vergoldete Weste. Nice. So. Kann ich... Es ist so viel auf einmal hier. Oha. Ich hätte gedacht, dass wir durchs Wasser müssen, aber irgendwie... Wer hätte das gedacht? Um mich auf die große Prüfung vorzubereiten, habe ich angefangen, die Gräber und Krypten nahe der Mission zu erkunden. Sie sind voller Herausforderungen und Gefahren, aber ich wachse daran. Meine Reflexe werden besser. Ich werde stärker und wage sogar zu behaupten, mein Sehvermögen im Dunkeln verbessert sich. Ich weiß, auch andere versuchen, Bruder de la Cruz ihren Wert zu beweisen, aber sie werden mich nicht übertreffen. Aha. Ja, das Erste, was man im Grab macht, als Archäologin, ist natürlich erstmal eine Wand einschießen. Ja, ansonsten bringt mir das halt gar nichts. Also doch irgendwie noch... Warte mal, gibt es da unten was? Nee, das ist nur Aua. Okay. So, hier gibt es noch ein Wandgemälde. Und hier gibt es einen Spalt. Dann kann die Lara durch den Spalt krabbeln. Na komm, quetsch dich mal durch den Schlitz, Bitch. Entschuldigung, Hino. Das war... leicht mies. Ich war nicht würdig. Vergebt mir meine Anmaßung. Tja, ich würde sagen, das ist dieser Gläubige. Blöd gelaufen. Ja, da wir ja die Lara mögen und nicht wollen, dass sie aufgespießt wird, müssen wir hier rüber. Ja. Lara, warst du das? Ja, ich war's, keine Sorge. Ich bin von meinen Vorbereitungen zurückgekehrt, aber Bruder de la Cruz ist verschwunden. Die Schwestern aus der Mission wissen nicht, wohin er gegangen ist. Doch das spielt keine Rolle. Ich werde auf seine Rückkehr warten. Mein Herz ist rein und mein Kopf ist klar. Ich bin bereit für die Prüfung und werde ihm beweisen, dass ich der Auserwählte bin. Alles klar. Schön, dass du bei. Dass du dem beweisen willst, dass du der Auserwählte bist. Das muss der richtige Weg sein. Bringt halt mir nichts. Hör auf damit. Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht.
Warum war mir das so klar? Dass hier ein Dingsbums ist. Eine Falle. Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt habe ich mich aber so extrem gerade, so extrem erschreckt. Oh. Mein Herz. Oh. Ich weiß jetzt, dass ich nicht der Auserwählte bin. Und ich fürchte, ich habe Bruder de la Cruz und die Schwestern aus der Mission in Gefahr gebracht. Sie wissen nicht, dass in der hohlen Erde nahe der Mission Dämonen leben. Grausame, fauchende Kreaturen mit verkrümmten Klauen und fahlgelben Augen. Ich kam hierher, um sie im Namen von Angel de la Cruz von der Erde zu tilgen, um seine Gunst zu erlangen und mir meinen Platz an seiner Seite zu verdienen. Aber ich bin gescheitert. Ich konnte das Böse nicht bezwingen. Nun ist es frei und mit mir stirbt auch die einzige Möglichkeit, andere davor zu warnen. Aha. Story abgeschlossen. Der Kult von Dingsbums. Okay, ich verstehe. Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank. Ich bin ja auch Lara Croft, Mann. So, wollen wir mal hier raus. Okay. Können wir mit der Story weitermachen. So, zu Guillermo zurückkehren. Ich mag diese kleinen Fruchtkaubonbons sehr gerne. Aber mit einer Hand kannst du die echt nicht auspacken. Auch wenn du die Zähne zur Hilfe nimmst. Das geht nicht. Schau mal. Hier diese kleinen Dinger. Aber, ich hatte mal einen Kumpel. Im frühen Alter, der hat die mit Dingsbums gegessen. Mit Verpackung. Dann habe ich zu dem gesagt, der hat einen großen Schatten. Und den hat er auch. So, Guillermo zurückkehren, dann sage ich dem Bescheid. Und so passiert, wenn ich... Ah, nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte der Alten mal so einen Pfeil ins Genick schießen. Bitte sag, dass Isabella okay ist. Ist sie. Aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. Nein, ich will dir keine Umstände mehr machen. Und außerdem, mein Zara, du hättest etwas Wichtiges zu erledigen. Bitte, ich möchte, dass sich Isas Freunde um sie kümmern. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Ich trommle sie sofort zusammen. Wo genau ist sie? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Warte, bei den Kreuzen? Hat sie was gefunden? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Oh, das freut mich für sie. Ich hätte sie begleiten sollen und das mit ihrem Knöchel tut mir leid, aber das ist genau das Abenteuer, von dem Isa...
dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?